Hallo und herzlich willkommen zu einem Update vom Pentium 4 vs. 2017 Video. Auch wenn wir jetzt schon 2019 haben. Und zwar in den Kommentar oder in den Kommentaren, lehne ich dann gleich hier oben mit ein, wurde geschrieben, dass der Pentium 4 wesentlich besser laufen würde, wenn eine bessere Grafikkarte drin wäre, sprich ab einer ATI Radeon HD 2000er Serie, da die schon Hardware encoden kann. Da habe ich natürlich weder Kost noch Mühen gescheut. Und eine ATI Radeon HD 2600 Pro besorgt. Nochmal rum. Ganz wichtig hier mit AGP-Anschluss. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie der Pentium mit der Grafikkarte performt. Wir haben hier wie beim ersten Video den Intel Pentium 4 Northwood, der nach wie vor übertaktet ist auf 2,844 GHz. Dafür haben wir dieses Mal als Neuzugang die ATI Radeon HD 2600 Pro. Die Karte besitzt 256 MB DDR2 Speicher, hat einen GPU-Takt von 600 MHz, beziehungsweise in dem Fall 594 und eine Memory Clock von 400 bzw. momentan von 396 MHz. Ich habe mich dann gleich dran gemacht, auf meinem Kanal mal ein YouTube-Video zu öffnen und wie man sieht, 720p läuft. Zwar sind so ein paar Ladezeiten drin, aber es funktioniert soweit. Nur sobald ich dann 720p 60 FPS habe, fängt so noch das Ruckeln an oder bei 1080p oder auch bei 1080p 60 FPS. Da ist leider, ich würde tippen auf den Prozessor, leider der Prozessor einfach zu langsam, um das noch flüssig wiederzugeben. Ich habe auch mehrere Browser ausprobiert, also den Chrome, den Firefox und den Internet Explorer 11. Nur wirklich gelaufen ist das nur mit dem Firefox. Falls ihr natürlich irgendwelche Tipps habt, was ich da verwenden kann, dass es auch auf 1080p flüssig läuft, falls ich irgendwas falsch gemacht habe, dann gerne damit rein in die Kommentare. Counter-Strike Global Offensive ist jetzt sogar gestartet. Ich habe es dann auf 1280x720 gestellt. Die Grafikeinstellungen habe ich einfach auf automatisch gelassen. Und mal ein Match geladen. Leider kam dann nach ein paar Minuten die Fehlermeldung, CSGO-Exe funktioniert nicht mehr. Skyrim in 1280x720, alles auf niedrig, außer die Texturen, die waren auf mittel. Lief, je nachdem wo man sich befand, wenn viel nachgeladen werden musste, mal mit 4 FPS. Wenn wenig geladen werden musste, mal mit 20 FPS, da die CPU einfach, ja, ich sag mal, überfordert war mit den vielen Daten. Sobald die CPU-Auslastung unter 100% gefallen ist, lief das Spiel sogar, obwohl nicht so viele Frames da waren, relativ flüssig. Aber das war leider nicht so oft. Fallout New Vegas in 1280x720 auf dem niedrigen Preset. Lief immer abhängig von dem, wie viel nachgeladen werden musste. Mal mit 10 bis 12 FPS, wenn er viel laden musste. Wenn er weniger laden musste, so 19 bis sogar 30 FPS. Und in Gebäuden, wo so gut wie keine Map nachgeladen werden musste, hat der PC einen richtigen Höhenflug gekriegt und ist sogar manchmal bis zu 45 FPS hochgegangen. Left 4 Dead bzw. Left 4 Dead 2 in 1280x720 und alles auf niedrig gesetzt. Lief, wenn man wirklich Glück hatte, mal kurzfristig mit 30 FPS. Aber in den meisten Fällen, wenn die Action richtig losging, dann auch noch bis so 14, 15 Frames. Was daran lag, dass die CPU wieder komplett überfordert war und so 100% ausgelastet war. Das Rennspiel Grid in 1280x720, alles auf niedrig gesetzt, lief so
ja, mit 14, 15 Frames. Wenn mal keine Autos vor einem waren, dann ist es vielleicht auch mal so Richtung 20 gegangen. Nur hier ist wieder das gleiche Bild, dass die CPU zu 100% ausgelastet ist und dadurch einfach nicht mehr Frames zustande kommen. Counter-Strike Source in 1280x720. Hier habe ich die empfohlenen Einstellungen genommen, die einen Mix aus Mittel und Hoch sind. Lief je nachdem, wie viel Action gerade war, mal mit 24 FPS und dann auch mal maximal 37 FPS. Also spielbar bedingt, sag ich jetzt mal. Und da wir durch die neue Grafikkarte jetzt natürlich ein bisschen mehr Leistung haben, war die wichtigste Frage, but can it run Crysis? Die Crysis 1 Demo in 1280x720, alle Presets soweit auf Low gesetzt, lief erstaunlich gut. Wir hatten zwar permanent eine CPU-Auslastung 100%, aber wenn weniger los war, sogar mit bis zu 30 FPS, sobald natürlich die Action ein bisschen losging, war das schon wieder vorbei und die Framerate ist so Richtung 15 Frames runtergegangen. Warcraft 3, alle Details auf hoch, 1920x1080p, lief. Ja, okay, mit 30 FPS, aber das lief wirklich sehr stabil. Also nach wie vor, das kann man damit spielen, also die normalen Maps, die normale Kampagne. Bei Custom Maps würde ich dann auch davon abraten, da die CPU einfach zu schwach dafür ist, das alles zu verarbeiten. Jetzt als kleines Fazit. Ja, die Grafikkarte hat definitiv was gebracht. Nur ist der Pentium nicht mehr wirklich geeignet, um was zu machen. Die ganzen Sachen zu installieren und Einstellungen und so weiter hat Stunden gedauert, was echt Wahnsinn war. Ich habe sogar zeitweise die Festplatte getauscht durch eine SSD, weil ich mir gedacht habe, nee, so langsam kann der Prozessor doch gar nicht sein. Habe ich mich leider getäuscht. Durch eine SSD wurde es nicht besser. Okay, minimal. Aber da wirklich mehrere Sachen gleichzeitig zu machen auf einer Single-Core-CPU ist nicht mehr empfehlenswert. Also hat nicht viel Spaß gemacht, um es mal so zu sagen. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Update zu dem Pentium 4 Video. Vielen Dank für die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.